Hallo ihr Lieben, ich bin Yvonne Nuxoll, die Reporterin für Goldenstedt seit Anfang des Jahres. Und ich stehe hier in Goldenstedt mit Bernhard Uhlhorn, er ist Organisator des Goldenstädter Karnevals. Herr Uhlhorn, wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, den Karneval hier in Goldenstedt zu organisieren? Ja, ich war eigentlich schon immer ein Karnevalsfan und wir sind mit unserer Clique immer nach Köln oder Düsseldorf zum Karneval gefahren. Und dann habe ich mir überlegt, also was Sie können, können wir hier in Goldenstedt auch. Und es hat irgendwie ein bisschen geklappt. Nicht ganz so groß, aber alles gut. Läuft ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Verraten Sie uns, als was Sie in diesem Jahr gehen. Welches Kostüm tragen Sie? Ich kann Ihnen wohl das Kostüm vom letzten Jahr sagen, aber von diesem Jahr geht es leider nicht, weil das verrät man einfach nicht. Gut, dann dürfen wir gespannt sein. Ein Grund mehr, nächste Woche am 7. Februar hier in Goldenstedt zum Umzug zu kommen.